Um herauszufinden, wie Kondensstreifen da oben reagieren, lassen sich Forschende äußerst ungewöhnliche Flugversuche einfallen. Versuche, bei denen vielen Menschen ziemlich schlecht werden würde. In 100 Meter in den Abgasstrahl von einem vorfliegenden Flugzeug einzufliegen, ist super spannend. Das ist eine große Herausforderung auch für die Piloten. Das ist mehr oder weniger wie Achterbahnfahren auf einer Schotterpiste. Man fliegt in diesen Abgasstrahl ein, das Flugzeug wird ganz, ganz hochfrequent turbulent. Man merkt, man ist drin und wenn man rausgeht, ist auch sofort wieder Ruhe da. In 2 Kilometer Entfernung ist das eher wie Surfen auf einer Welle. Man surft auf dem Kondensstreifen und bewegt sich durch den Kondensstreifen hindurch und macht dort Messungen und geht dann wieder aus dem Kondensstreifen raus. Kondensstreifenjagen nennt man diese Methode. Und Christiane Vogt ist sowas wie die oberste Kondensstreifenjägerin. Kondensstreifen bilden sich, wenn der heiße und feuchte Abgasstrahl abkühlt. Die Bußpartikel, die emittiert werden, verbreitern sich, kühlen ab, nehmen Wasser aus der Atmosphäre auf und bilden dann winzig kleine Eiskristalle. Diese winzigen Eiskristalle bilden also die Kondensstreifen und die sind das größte Klimaproblem beim Fliegen, obwohl sie nur ein paar Stunden am Himmel sind. Sie breiten sich aus und es entstehen dünne Wolken. Die reflektieren nur wenig Sonnenlicht, halten aber viel Wärme von der Erde in der Atmosphäre gefangen. Die Erderwärmung nimmt zu. Der CO2-Ausstoß der Flieger schadet dem Klima fast genauso stark, doch daran können die Forschenden so schnell nichts ändern. An den Kondensstreifen vielleicht schon. Denn je kurzlebiger die Kondensstreifen, desto weniger schädlich fürs Klima. Wir suchen auch Regionen, in denen Kondensstreifen besonders lange leben. Das sind sogenannte Kondensstreifen-Hotspots. Das sind Regionen in der Atmosphäre, in Frontensystemen, die besonders ausgeprägt sind und in denen Kondensstreifen besonders lange leben und in denen die wärmende Wirkung besonders stark ist. Eine Idee könnte deshalb sein, dort, wo Hotspot-Wolkenfelder entstehen, die Flugrouten kurzfristig zu verlegen oder tiefer zu fliegen. Also Kondensstreifen-Hotspots bilden sich normal in 9 bis 12 Kilometer Höhe in der Atmosphäre. Man muss nur kurz drunter fliegen, vielleicht in 8 Kilometer Höhe und auch nur gezielt dann, wenn sie da sind, um sie zu vermeiden und damit die Klimawirksamkeit des Luftverkehrs deutlich zu reduzieren. Das ist nicht nur sehr aufwendig zu planen, es wird leider auch nicht reichen. Entscheidend werden nachhaltige Kraftstoffe sein. Momentan im Einsatz ist da fast nur das Biokerosin. Und das wurde bislang noch wenig nachhaltig, vor allem aus Pflanzenölen wie Palmöl gewonnen. In Zukunft will man Biokerosin statt aus Palmöl, aus Palmölabfällen, aus Frittenfett, Holzschnitzeln und Tierfett herstellen. Aber das ist immer noch nicht so richtig nachhaltig. Worauf deshalb viele hoffen, ist, dass sich synthetisches Kerosin durchsetzen wird, das ohne organische Stoffe aus der Land- und Forstwirtschaft auskommt. Das kann wirklich klimaneutral sein, wenn es mit erneuerbaren Energien hergestellt wird. Synthetisches Kerosin lässt sich aus Wasserstoff und aus CO2 erzeugen, das etwa aus Industrieabgasen gewonnen wird. Oder besonders clever, CO2 und Wasser werden in einem Sonnenreaktor direkt aus der Luft entnommen. Durch die gebündelte Sonnenhitze wird daraus ein Synthesegas hergestellt, aus dem sich prinzipiell jeder beliebige Treibstoff gewinnen lässt. Solarkerosin direkt aus der Luft und Sonne. Genial, wenn es denn schnell in großem Stil an den Start kommt. Bis 2030 müssen laut EU-Vorgabe allerdings erst 2% des gesamten Kerosins aus synthetischem Kerosin bestehen. So schnell wird das also nichts mit dem klimafreundlichen Fliegen.